Top-Talent, ein Joker, ein Genie. Mit Linnea Höppel haben die Spreefüchse ein echtes Ass im Ärmel, vor dem sich jeder Gegner scheuen muss. Linnea Sophie Höppel, 18 Jahre, Rückraumspielerin bei den Spreefüchsen Berlin und seit dem letzten Jahr mit einem Profivertrag ausgestattet. Super wichtig für die Mannschaft und sie hat super viel Potenzial und ganz großes Talent. Linneas Leidenschaft zum Handball begann früh als 5-Jährige bei der SG Hermsdorf Weidmannslust. Ihr Talent wurde sehr schnell erkannt. Flink auf den Beinen, flink mit den Augen, ballfertig und reaktionsschnell. Offensichtlich liegt das in der Familie, denn all ihre Geschwister spielen auch Handball. Unter anderem ihre ältere Schwester Ann-Kathrin Höppel im Trikot der Röderthal Bienen, auf den der Tabellenführer an diesem Wochenende traf. Ich bin super stolz auf sie, dass sie das da geschafft hat, weil sie hat jetzt ja auch lange für gearbeitet, viel geopfert, viel trainiert, irgendwie auch manchmal Niederlagen eingesteckt. Und da bin ich natürlich als große Schwester ganz, ganz stolz, dass sie das geschafft hat und gönne ihr das auch vom Herzen. Besonders überzeugt Linnea vor allem durch ihr starkes 1-gegen-1-Verhalten und dem unbändigen Willen, auf die Lücken zu gehen. Dass ich da halt immer versuche, irgendwie einen Siebmeter rauszuholen oder halt selber ein Tor zu machen, genau. Das zeigte sie auch mehrfach im Spiel gegen den HC Röderthal, zum Beispiel die Szene in der 9. Minute. Linnea nimmt Tempo auf, passt zu Leona Svirokova und sie wieder zurück zu Linnea. Und zack ist der Ball schon im gegnerischen Tor. Dafür, dass sie letztes Jahr erst 18 geworden ist, macht sie die Sache richtig gut und hat sich da richtig gut entwickelt. Im Trikot der Füchse läuft die Berlinerin schon seit ihrer Jugend auf. 2017 und 18 nahm sie mit der Jugendmannschaft des Tabellenführers am Länderpokal teil und gewann Pokalfinals sowie Berliner Meisterschaften. Es wundert auch keinen, dass die Schülerin durch ihre starken Leistungen schnell auf sich aufmerksam machte und Trainerin Susanne Müller sie in den Profikader berief. Susi mir das Vertrauen sozusagen gegeben hat und mir sozusagen gesagt hat, ja, sie möchte halt nächste Saison mit mir weiterarbeiten. Das war auf jeden Fall eine sehr große Ehre, weil ich glaube, ich selber damit auch nicht so richtig gerechnet hatte. Der Tabellenführer aus Berlin musste bis in die letzte Minute gegen den Tabellenvorletzten HC Röderthal um den Sieg bangen. Am Ende trennten sich der Favorit und die überraschend starken Sächsinnen mit einem knappen 27:26. Auch dank den 5 Toren von Linnea Höppel. Nicht viel leichter wird es für die Spreefüchse im nächsten Spiel, denn dann kommt mit dem TuS Linfurt ein altbekannter Gegner auf sie zu. Aber mit ihrem Joker Linnea Höppel haben die Füchse ein echtes Ass im Ärmel, vor dem sich der TuS Linfurt scheuen muss.